Ja, wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zum ersten Talk bei diesem Filmfest 2018 in Hamburg der BFFS, des Bundesverbandes für Film- und Fernsehschauspieler. Herzlich willkommen, und wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, in dieser Zeit des Filmfestes Ihnen Persönlichkeiten aus der Filmbranche vorzustellen, aus den verschiedenen Bereichen, die auch hier tätig sind, indem sie einen Film vorstellen oder einen Film gemacht haben, die Macher des Films. Ich freue mich sehr, jetzt heute Abend hier wohl einer der bekanntesten und auch erfolgreichsten zu begrüßen, Lisa Blumenberg. Guten Abend. Ich freue mich auch. Schön, dass Sie da sind. Ja, Lisa, du hast einen Film, am 3. Oktober ist die Premiere hier beim Filmfest. Und zwar ist das der letzte Teil einer Serie, die ihr, ich glaube, seit wann läuft die? Also wir haben 2013 den ersten Teil gedreht, ja. Und vielleicht können wir das nachher vertiefen. Also die Serie Blochin, es geht um Blochin, ja, von Matthias Glasner, also Buch und Regie Matthias Glasner. Hat eine ganz ungewöhnliche Geschichte sozusagen, weil sie nicht von Anfang an als Serie konzipiert war. Mhm. Deswegen haben wir 2013 den ersten 90er gedreht. Dann im Jahr drauf vier Folgen, drei 60er und ein 90er, und haben mit einem ganz bösen Cliffhanger aufgehört. Und im letzten Jahr haben wir dann das große Finale gedreht. Das ist dann 109 Minuten lang, sehr aufwendiger, interessanter Film. Das darf ich wirklich unterschreiben. Ich durfte das Werk schon sehen, und es hat mich ehrlich gesagt umgehauen. Das ist bestes Fernsehen, anders kann man das nicht sagen. Und wir haben das große Glück, dass das ZDF einen Trailer, oder ihr habt einen Trailer zusammengestellt, damit Sie einen kleinen Überblick haben. Und der hat heute hier jetzt Premiere. Und deshalb müssen wir uns den jetzt auch mal anschauen, damit wir anschließend Kritik üben können. Ja, ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Wir haben ihn alle selber noch nicht gesehen. Also ich würde mal sagen, Mats ab. Einen Anfang. Dies ist das Fegefeuer. Wir werden alle darin brennen. Jede Geschichte muss auch ein Ende haben. Blochin, das letzte Kapitel. Blochin, wo gehst du hin? Ja, also der ist schon sehr düster, muss ich ehrlich sagen, aber hochspannend. Und dieses ganze Ambiente, also es spielt unheimlich viel im Regen. Es wird sehr viel, man sieht dauernd Menschen im Regen laufen. War das eine Absicht? Habt ihr das von euch aus so gewollt, oder lag es zufälligerweise an der Witterung? Da kann die Produzentin nur müde lächeln. Nein, das war natürlich irgendein ästhetische und künstlerische Absicht, ja, von Matthias, ja, Glasner von Anfang an. Er wollte, es geht ja in diesem Film, ich weiß nicht, wer die Serie gesehen hat, also das hört damit auf, dass die Staffel vor dem Finale, dass die kleine Tochter von Jürgen Vogel, also von der Blochin, von der Hauptfigur, erschossen wird. Mhm. Und er ist zerfressen von einem, von Rache. Er will Rache nehmen. Also es geht um die ganz großen, fast biblischen Themen. Es geht um Rache, um Abbitte, um Schuld, die die Figuren, auch unsere Helden, auf sich geladen haben. Und Matthias wollte von Anfang an so eine fast so also Blade Runner-artiges Berlin erzählen. Also es regnet die ganze Zeit. Also der Film läuft am 3. Oktober hier
beim Filmfest, ich glaube um 19 Uhr. 19 Uhr ja. Cinemax, genau. Genau, also sehr empfehlenswert. Blochin war, glaube ich, auch der Grund dafür, dass sich dann eine andere Serie in dein Leben hineingedrängt hat, beziehungsweise etwas, was du persönlich auch entwickelt hast, nämlich die Serie, die zurzeit international auch in 30 Länder, glaube ich, verkauft worden ist, Bad Banks. Und wie kam es dazu? War die Idee schon während Blochin oder hat sich das erst im Lauf der Zeit bei dir? Ja, eigentlich war Blochin zuerst da und wir waren mit Blochin ja wirklich vor dem Serienhype. Und wie gesagt, Blochin sollte eigentlich mal eine ganz klassische, nie ganz klassisch, bei mir und vor allen Dingen bei Matthias wird es nie ganz klassisch, sollte ein 90-Minuten-Reihenformat werden für den Samstagabend im ZDF. Mhm. Und wir haben ja so ganz frech auch nach der ersten Folge mit so einem wirklich wahnsinnig spannenden Cliffhanger aufgehört. Und dann war die Reaktion so, wir wollen unbedingt weitergucken, könnt ihr das nicht als Serie machen, kann man doch und so weiter. Also es gab eigentlich bei Blochin keine klassische Serienidee von Anfang. Es gab die Idee, die Figuren horizontal weiterzuerzählen. Und die haben wir sozusagen dann aus den Figuren entwickelt. Mhm. Bei Bad Banks, darauf spielst du ja an, da hatte ich die Idee, also wir waren fix wie andere ja von amerikanischen horizontal, also durchgehend erzählten Serien. Ich weiß noch, das war noch vor Netflix, da war noch kein Netflix und noch kein Amazon auf dem Markt. Wir haben ja auch eine Wohnung in Berlin, wie ihr auch in Hamburg, aber meine erste Suchterfahrung war mit 24. Und wir sind da immer noch zur Filmgalerie gelaufen und haben uns die DVD-Boxen ausgeliehen und haben gemerkt, wir konnten gar nicht mehr aufhören. Also Serie auf so einem Niveau als Form zu entdecken, auch als Erlebnis für mich selbst. Das fing ja dann auch erst wirklich so in den 10er Jahren, glaube ich, an. Ja. Also wir sind ja permanent dabei, uns zu erneuern und neu zu erfinden und auf die Zeit zu reagieren oder der voraus zu sein. Und es war klar, wir wollen uns auch im Fernsehbereich dem internationalen Markt öffnen. Und da war ich ganz vorne sozusagen dabei, habe gesagt, ja, das interessiert mich. Und ich hatte, es waren zwei Sachen, also ich hatte einerseits mit der Finanzkrise, die ja 2008 war, wirklich auch so, die hat mich beschäftigt. Also weil ich gemerkt habe, unser kapitalistisches System, in dem wir leben, und ist auf einem ganz dünnen Eis gebaut. Und gleichzeitig, dass ja auch 2008 wirklich kurz vorm Kippen waren. Ich erinnere mich, habe mich ganz einschneidend in Erinnerung die Pressekonferenz von Angela Merkel und Peer Steinbrück, der damals Finanzminister war, so ungefähr Hand in Hand, gingen die an einem Wochenende vor die Presse und haben gesagt, machen sich keine Gedanken, die Einlagen sind sicher und so. Und ich dachte mir, okay, so schlimm ist es also schon. Und vielen Dank, dass ihr das macht. Also weil dieser Widerspruch oder dass das System offensichtlich extrem fragil ist und gleichzeitig aber sozusagen am Leben erhalten werden muss, auch durch Staatsgelder oder so und weil die Alternativen noch viel dramatischer wären oder man sie gar nicht. Das hat mich beschäftigt. Also, und es hat mich vor allen Dingen interessiert, was sind das für Leute, die da arbeiten? Und ich hatte von Anfang an
nicht dachte mir, ach, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur von Gier angetrieben werden. Das scheint mir eine viel zu simple Antwort. Also und deswegen, also mit der Überlegung, international zu arbeiten und im Fernsehen und Stoff zu suchen, der dafür passt, da war die Bankenwelt und die Welt der Hochfinanz, hat sich da für mich total angeboten. Du hast eben den Begriff kapitalistisches System benutzt. Nun ist ja auch das Fernsehen ein kapitalistisches System und ich meine, so ein, was du gerade erzählt hast, und man hat es ja auch schon gesehen, das ist ja eine hochfinanziell teure Angelegenheit gewesen. Und die amerikanischen Serien sind ja mit Geld wirklich gut ausstaffiert. Wie ist denn das hier? Ich meine, in wo beim Fernsehen gerungen wird, wie sieht es da aus? Also bei so einem, um so ein. Naja, man muss das. Man muss das halt auch wirklich anders finanzieren. Das klassische oder früher das klassische deutsche Fernsehen sind ja auf 100, in der Regel 100-prozentige Auftragsproduktion gewesen. Das heißt, die Sender haben das voll finanziert. Man hat als Produzent alle Rechte abgegeben und also eigentlich wie so ein Bauherr, der für oder Bauunternehmer, der kriegt für sein ein Haus irgendwie 1 Million Euro und dann sagen die, dafür machst du das ja und dann gehört es uns. Ja. Wenn man in dem internationalen Bereich oder auch in für aufwendigere Projekte, also ist es halt ein völlig anderes Vorgehen. Du gehst wirklich als unternehmerisch vor, als Produzent. Die Rechte gehören dir und man sucht Partner, mit denen man gemeinsam sozusagen eine Finanzierung auf die Beine stellt. Und im Fall von Bad Banks, das war eben die Überlegung, die mit inhaltlichen Überlegungen einherging, hatte ich mir überlegt, wo spielt eine solche Serie sinnvollerweise, wo sind die großen Finanzzentren in Europa, es bietet sich an für eine europäische Koproduktion und deswegen hatten wir in Luxemburg einen luxemburgischen Koproduzenten, einen Partner gefunden, der sozusagen auch Geld mit eingebracht hat. Und erst mit einer bestimmten Art der Finanzierung habe ich dann Partner bei den Sendern und das war in dem Fall auch das ZDF wie bei Blochin. Gerne zusammenarbeiten und mit Caroline von Senden zusammengearbeitet. Genau. Ja. Und Arte war bei Bad Banks auch dabei. Ja, die Regie hat ja geführt der Christian Schwachow. Und war das deine Idee, dass er die Regie macht? Und er hat auch, glaube ich, die Bücher geschrieben für die gesamte Serie. Da warst du das? Nee. Ich habe sozusagen die Grundidee und auch das Grundsetting, auch die Idee, dass es um eine junge Investmentbankerin geht und das und der Bogen, dass das Ganze auf eine neue Krise auslaufen soll. Das waren so die Grundüberlegungen von mir und der großartige Oliver Kienle, der Autor, auch ist auch Regisseur, aber den hatte ich als Autor angesprochen und dann waren wir beide sehr eng zusammen, erstmal eine ganze Zeit lang. Und das sind seine Figuren und seine Story. Er ist sozusagen wirklich einer der wichtigsten Creator sozusagen der Serie und schreibt ja jetzt auch die zweite Staffel. Ah ja. Und irgendwann, also das war auch ein langer Prozess, Sie müssen sich vorstellen, also zwischendurch denkst du auch, das kriegen wir nie hin. Du brauchst, das war auch eine Welt, die natürlich extrem rechercheintensiv war. Wir hatten ja alle keine Ahnung und mussten das ja überhaupt verstehen, mussten Kontakte knüpfen, mussten Fachberater gewinnen. Und in der Bankenwelt ist es ja so, dass sie eigentlich nicht reden dürfen. Also die haben sehr strenge Compliance-Regeln. Die dürfen, das ist ein sehr closed, eine eigene Welt, in die du nicht so leicht reinkommst. Und genau das hat mich ja interessiert. Ja. Genau das hat mich interessiert. Und also irgendwann das muss man sich wirklich vorstellen, nach, glaube ich, 1,5 Jahren wirklich sehr intensiver Entwicklungsarbeit hatten wir dann, glaube ich, 2 Bücher.
und haben gesagt, okay, jetzt ist es soweit, dass wir uns das trauen können, das jemand zu zeigen. Und da war Christian Schwocho, war wirklich so der Wunschkandidat. Mhm, und dann war er dann relativ früh, also wirklich dann auch mit in der Entwicklung dabei. Ja. Super. Ja. Was uns natürlich als Schauspieler, Gewerkschaft bzw. als Verband interessiert, hat eine Produzentin in dem Moment ein Mitspracherecht, was die Besetzung betrifft? Bist du da von Anfang an dabei? Und den und keinen? Oder? Nee, also, ehrlich gesagt, das habe ich, das ist doch alles ein hochkomplexer, kreativer Prozess. Ja. Und im Fall von Bad Banks war es so, wir hatten, es war noch keine Idee für eine Besetzung da. Und Christian ist ein extrem genauer Caster. Also wir haben für die Hauptrolle, also die jetzt Paula Beer sensationell spielt. Wir sind folgendermaßen vorgegangen, auch wirklich total konsequent. Wir müssen erst die Hauptrolle haben, und zwar die weibliche. Und wenn wir da sicher sind, dann wird eine Konstellation gecastet, dann wird die Antagonistin dazu gecastet und der männliche Hauptdarsteller. Wirklich und so wirklich ein Ensemble aufzubauen und nicht am grünen Tisch zu sitzen und zu sagen, wer könnte denn noch und wen könnten wir so, sondern wirklich über die Figur zu gehen. Und das war ein sehr langer, sehr aufwendiger Prozess, der ist auch teuer, weil wir hatten für die weibliche Hauptrolle 59 Frauen gecastet. Ne? Lisa Arndt sitzt hier, meine Kollegin, die war von der ersten Minute auch dabei, hat das alles mitgekriegt. Und das waren natürlich ganz tolle dabei. Ja. Wir haben auch so ein bisschen internationaler geguckt. Und dann kam was ist denn mit Paula Beer? Und die hatten wir, jetzt plaudere ich wirklich aus dem Nähkästchen, die hatten wir erstmal nicht auf dem Schirm. Wir hatten sie auf dem Schirm, die hatten wir nicht auf dem Zettel, weil die ja so jung war. Die war ja erst 21. Und wir haben, also es war klar, diese Bankenwelt ist extrem jung, aber sozusagen wir haben ein bisschen älter geguckt, wir haben ab 25 oder so. Und es kamen zwei Sachen so. Aber in der weiteren Recherche haben wir gemerkt, es ist total durchaus auch realistisch, dass jemand mit 21, 22 da in der Bankenwelt Karriere machen, weil die machen mit 16, 17 Abi, dann machen sie Bachelor und dann sind die Investmentbanker, das ist so. Ja, und dann kam jedenfalls Paula zum Casting und hat uns wirklich geflasht. Und da gab es also sozusagen null Diskussion. Aber ich bin das war toll. Ja. Aber ich bin sozusagen, um deine Frage zu an, ich bin in diesem Prozess drin, der natürlich sozusagen auch geführt wird von den, und ich würde nie irgendeinem, einem Regisseur jemand aufdrängen wollen, das funktioniert ja nicht. Und in dem Fall, es war bei Bad Banks und bei Blochin oder so, das ist einfach so ein Glücks, es ist einfach so ein Geschenk, wenn diese Konstellationen stimmen und man sozusagen sich da ergänzt findet und besser wird in der Konstellation als jeder Einzelne für sich. Prima. Ich würde gerne noch mal auf deinen Werdegang zurückkommen, weil ich habe das heute erst gelesen, ich wusste das gar nicht. Du hast als Regieassistentin und als Dramaturgieassistentin beim Theater angefangen. Genau, ich komme ja aus so einer Kleinstadt im Saarland, wie ich glaube 90% aller Deutschen irgendwie aus der Provinz und ich wollte ursprünglich, mein Berufswunsch war eigentlich Journalistin zu werden.
Während des und habe angefangen in Mainz Germanistik zu studieren, also ein ganz klassisches, und habe aber Publizistik im Nebenfach studiert und es gab ein Angebot im Germanistikstudium ganz am Anfang, darstellendes Spiel. Mhm. Und eigentlich auch für Lehrer sozusagen, die so zukünftige. Und das hat so ein, das hat irgendwas, ich habe mich wollte da mitmachen, mehr so als Mutprobe oder so, als sich ausprobieren. Und das hat irgendwas in mir total geweckt. Also nämlich, dass diese Theaterwelt überhaupt, dass ich denken konnte oder mich da irgendwie auch sehen konnte in irgendeiner Funktion. Und dann habe ich mich, also und das war alles immer während des Studiums, habe ich mich als Hospitantin beworben, Regieaushospitantin und habe mich auch nicht so blöd angestellt, sodass ich dann irgendwie eine Regieassistenz machen konnte. Mhm. Für, weiß ich noch ganz genau, Richard Korkbein, Brandon Behan. Mhm. Und habe dann während des Studiums immer stückeweise sozusagen als Regieassistentin gearbeitet und Abendregie und was man so machen, um Geld zu verdienen und um eben alles zu machen eben. Und wie ist dann der Sprung zum Fernsehen passiert? Ja, weil ich, also ich war so hin und her gerissen, ich habe während des Studiums nicht nur am Theater gearbeitet, sondern auch für den Südwestfunk, Landesstudium Mainz, Fernsehen. Mhm. Und auch über eine Hospitanz, habe ich da als freie Mitarbeiterin in dem Bereich Kultur und Unterhaltung so 5-6-minütige Beiträge gemacht. Mhm. Und seltsamerweise war mein erster Hospitantenbeitrag, weil ich dann ja die Leute vom Theater in Mainz kannte, war dann plötzlich ein Beitrag, eigentlich soll es ja so, mit einem Schauspieler. Ich hatte dann plötzlich so eine Glossenreihe, eigentlich fiktional, in so einem Musikmagazin, über Lambada und was damals, über so. Und ich merkte, dass hier mein Journalismus wurde immer mehr abgelöst von, man kann mit der Kamera und man kann mit dem Film ja noch ganz andere Sachen machen. Und deswegen waren beide, war eine Zeit lang immer beide Welten sozusagen konkurrierend in mir. Und ich musste mich irgendwann entscheiden. Also so rum war es. Ja. Was mich noch interessieren würde, es gibt ja nicht so viele Produzentinnen, beziehungsweise auch, man hat auch das Gefühl, es gibt zwar auch immer mehr Regisseurinnen, aber wenn man sich das Fernsehprogramm anguckt, sind es ja hauptsächlich Männer, die Regie führen. Wie siehst du das in deiner Erfahrung? Hat sich das verbessert oder gibt es da noch, ich finde ja, es gibt immer noch mehr Verbesserungen. Es gibt ja auch jetzt diese Pro-Quote-Aktion. Also sehen wir da in weiter Zukunft oder in naher Zukunft hoffentlich mehr Frauen in diesen Bereichen? In diesen Bereichen, Produktion, Regie, überhaupt in der Beziehung. Ja. Ich meine, bei den Drehbüchern für uns Schauspieler ist es ja so, wir als Männer haben ja Gott sei Dank immer was zu spielen, komischerweise, also nicht alle, aber immer wieder mal. Aber bei Frauen ist es ja so, da gibt es immer zwei weibliche Funktionsrollen. Und selten mal. Aber du hast ja zum Beispiel auch mit Maria Furtwängler die Tatorte gemacht. Genau. Ne? Also ehrlich gesagt, bei den Drehbüchern mache ich immer einen Test. Also selbst wenn wir die am Entwickeln sind, für mich selbst. Was passiert eigentlich, wenn die Figur, die als Mann geschrieben ist, jetzt eine Frau ist? Und umgekehrt. Und da kommen ganz interessante, das habe ich ehrlich gesagt schon vor der Diskussion, also vor dieser ganzen Diskussion gemacht. Und so ist, weil ich weiß nicht, wer Bad Banks gesehen hat, ursprünglich war die Desiree Nosbusch-Figur war ein Mann. Aha. Also erstmal ganz klassisch gedacht als männlicher Mentor. Und dann habe ich gesagt, hey, sag mal, was wäre denn, wenn das eine Frau wäre? Plötzlich entstehen da, und Olli hat es sofort irgendwie, hat gesagt, das probiere ich aus, ja, ist gut. Und
entstehen da ganz neue Themen. Ja. Nämlich plötzlich hat Paula Beer mit Desiree Liekam so eine alter Ego und dann plötzlich so Generation Frauenthemen, die mitschwingen, ganz organisch. Also deswegen, ich beschäftige mich absolut mit dem Thema. Ich hätte früher immer gesagt, weniger ideologisch, hätte mich immer so als Postfeministin bezeichnet, noch in den 90ern. Aber es hat sich ehrlich gesagt geändert, weil das Missverhältnis der Geschlechter in bestimmten Berufsgruppen bei uns in der Branche ist einfach schon eklatant. Ja. Ja. Und bei Produktionen empfinde ich das weniger, aber bei Regie war es natürlich absolut offensichtlich. Absolut offensichtlich. Und ich bin da unterstütze ich auch die Pro-Quote-Initiative. Ich glaube eigentlich, also das. Es ist so wichtig, dass diverse Teams, dass Teams divers sind. Mhm. Und ich glaube seltsamerweise, dass dass bestimmte Berufsgruppen so zum Beispiel weiblich geprägt sind, zum Beispiel in den Sendern, ist es ja eher, oder sind viele weibliche Entscheidungsträgerinnen und weibliche Teams, dass dann irgendwie so, und deswegen unbedingt finde ich, müssen alle darauf achten, dass Teams und so divers sind von den Geschlechtern und so weiter, weil im Prinzip finde ich das Geschlecht nur ein gar nicht so wahnsinnig interessantes Merkmal im Menschsein, weil ehrlich gesagt sind die Unterschiede innerhalb der Geschlechter ja viel größer als zwischen den Geschlechtern sozusagen. Und wenn es gesellschaftlich selbstverständlich wäre, dass auch Frauen zum Beispiel Regie führen und nicht doch was Jahrhunderte und Tausende Gelerntes, wir immer alle mitdenken, auch wenn wir es nicht wollen, dass bestimmte Kompetenzen eher männlich konnotiert sind. Um diesen Prozess zu beschleunigen, der eigentlich selbstverständlich sein müsste, finde ich eine Quotenregelung gut. Und da hat sich jetzt in der Regie absolut was getan. Also mir ist das, als ich den Film Blochin heißt er. Als ich den gesehen habe, habe ich gemerkt, es gibt sehr gute Frauenfiguren dort. Und zwar starke Frauenfiguren, obwohl sie in manchen Situationen nicht gerade glimpflich davonkommen. Aber sie haben alle eine sehr starke Präsenz und vor allen Dingen eine sehr weiterführende und auch aktive Präsenz. Also niemand, der sich wirklich unterkriegen lässt. Und das hat mir sehr gut gefallen an Blockmann, dass diese Frauenfiguren so stark sind. Hat das was, hast du darauf irgendwie Einfluss genommen? Oder? Ach, das weiß ich. Also nicht... Ich glaube, das ist ja auch das Problem. Man muss bei der Gender-Diskussion total aufpassen, dass man nicht dadurch, dass man irgendwas in den Vordergrund, also nach vorne springen will, aus guten Gründen, plötzlich in uralten Mustern landet. Sowas wie weibliche Blicke oder wir brauchen starke Frauenfiguren oder sowas. Das ist ja ehrlich gesagt total rückwärtsgewandt. Wir brauchen, und das ist im Blochin, glaube ich, extrem so, komplexe Frauenfiguren. Die haben Abgründe. Auch Frauen dürfen Abgründe haben. Weil Frauen mussten ja auch weibliche Figuren im Fernsehen mussten ja erstmal ganz lange irgendwie sich emanzipieren. Die mussten irgendwie lernen, Unternehmerinnen zu sein und den Winzerhut des Mannes zu übernehmen oder sowas. Also, und darüber hinweg zu kommen und zu sagen, das sind komplexe, differenzierte, widersprüchliche Charaktere, auch wie der moderne männliche Held. Und da gibt es im Bloch hin.
auch in dieser Hinsicht. Ist halt einfach ein kluger, differenziert denkender Mensch, wie Kienle und Schmochow auch. Und die können auch solche Figuren schreiben.